Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir haben uns ja etwas länger nicht gehört. Ich habe schon saulange kein Video mehr aufgenommen. Ja, das lag ein bisschen daran, dass ich gefühlt irgendwie keine Zeit hatte und dachte mir, ja, ich versuche es vielleicht nochmal. Vielleicht wird das ja auch mal was. Weil im Endeffekt macht es mir eigentlich Spaß, YouTube-Videos zu drehen oder generell Videos zu drehen und die im Anschluss zu schneiden, nur ja, manchmal ist das im Stall dann doch ein bisschen cringe, wenn dann so andere Leute direkt so nebenan sind. Und ja, auf jeden Fall haben wir uns letztes Jahr das letzte Mal gehört. Und ich dachte mir, ich starte dieses Jahr mal mit einem Video. Und ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was ich überhaupt reden will, weil sonst ist das manchmal so unstrukturiert. Okay, let's go! Wie geht's uns aktuell? Beziehungsweise Sinclair und mir. Mir geht's aktuell sehr gut. Dem Sinclair auch. Bei mir sind jetzt privat ein paar Sachen jetzt neu gelaufen. Ich fange demnächst auch einen neuen Job an. Und Sinclair geht es auch richtig, richtig gut. Der ist momentan sehr gut im Training. Und ja, sonst gibt es eigentlich jetzt nichts irgendwie zu berichten. Es gibt auch eigentlich nichts Neues, was ich euch erzählen könnte, ob irgendwas krass groß passiert ist. Wir haben keinen Stellwechsel hinter uns oder sonst irgendwas. Das ist alles beim Alten. Es ist nichts Riesiges passiert. Nächsten Punkt, sind für dieses Jahr Turniere geplant oder was sind so meine Ziele für dieses Jahr? Also ja, es sind Turniere geplant. Wir haben vor, bei uns in der Umgebung auch die Bezirksmeisterschaft mitzureiten. Habe ich zumindest vor. Ich hoffe, das klappt auch. Und wir wollen einen kleinen Cup hier mitreiten. Das sind so die zwei größten Punkte. Ansonsten werden wir ganz normal wieder Turniere halt laufen. Ich gucke immer zwischendurch mal rein, was jetzt so gerade online ist. Wir haben jetzt haben wir gerade den 9. April. Und ja, gefühlt ist irgendwie noch gar nichts online außer Springen. Dressur ist da irgendwie nicht so. Aber ich bin fleißig am gucken, was jetzt da Neues ist. Und wir haben unser nächstes Turnier auch jetzt Ende April. Und da nehme ich euch auf jeden Fall wieder mit. Mal gucken, wie ich das dann mache, ob ich wieder so einen kleinen Vlog mache über die kompletten Tage oder mal gucken. Wir starten in der Klasse A auf jeden Fall immer noch. A, A, ein Stern, zwei Sterne. Wir gucken mal, wie es auf jeden Fall läuft. Wir sind letztes Jahr eher nur E-Dressuren gelaufen, um so ein bisschen reinzukommen. Sind auch am Ende noch ein bisschen A-Dressur mitgegangen. Aber dieses Jahr wollte ich den Fokus halt gerne drauf setzen. Aktuell läuft es bei uns im Training sehr gut. Ja. Die sind fleißig am Trainieren. Ich habe mittlerweile, also ich habe so regelmäßig, ich habe auf jeden Fall immer einmal die Woche Reitstunde und zwischendurch auch zweimal die Woche. Ich habe momentan zwei Trainer, also eine Trainerin, einen Trainer. Und ja, das variiert immer so zwischen ein bis zweimal die Woche. Ich gucke halt, wie ich Zeit habe. Das Einzige, was jetzt ist, dadurch, dass ich jetzt meinen neuen Job, also ich fange bald einen neuen Job an. Und ich habe das so getaktet, dass ich zwei Wochen Urlaub habe und zwei Wochen später meinen Job anfange. Also ich habe ungefähr so vier Wochen frei. Und die Zeit wollte ich auf jeden Fall nutzen und gucke auf jeden Fall, dass ich vielleicht hier ein bisschen was auf YouTube mache. Ich hoffe natürlich, dass ich das danach noch weiterführen kann. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig mit der Zeit. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu berichten. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt nur so ein kleines Update, was jetzt momentan bei uns los ist. Wenn ihr vielleicht noch Fragen habt oder so, könnt ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Da sind wir auch sehr aktiv in der Story. Und auf TikTok könnt ihr uns auch gerne folgen. Hoffe ich auf jeden Fall, ihr habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann ganz, ganz bald beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, ciao!